Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subsistence. So, ich habe, steigen wir gleich direkt ein, ein bisschen gecraftet, beziehungsweise bin ich gerade dabei. War ein klein wenig looten, nicht viel, weil mir einfach ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Wand hier jetzt gerade nochmal weggemacht. Wir werden da eine neue Wand stellen. So, so schaut es nämlich besser aus, weil vorher hier waren die Verstärkungen außen. Und da will ich sie nicht haben. So. Da machen wir eine Tür rein, haben wir gesagt. Da machen wir noch eine Wand rein. Die habe ich auch fertig. Genau, da ist auch die Tür. Jetzt hoffe ich, dass ich die richtig rum reinbaue. Nee, die soll ich andersrum reinbauen. Also in der Hoffnung, dass das auch... es geht trotzdem nach außen. Ja, egal. Spielt keine Rolle. So, hier nochmal. Ah, das ist sowas, das gefällt mir nicht, aber gut. Lässt sich wohl auch nicht vermeiden, wenn ich da gerade baue. So, im Laufe der Folge werde ich noch eine kleine... blöde Tür. Kleine Ankündigung machen, was Subsistence betrifft. Jetzt gehen wir aber erst noch ein bisschen looten. Und werden da doch hoffentlich noch ein bisschen was finden an Material, was wir brauchen. Wie schaut es aus? Holz da drin. Das sollten wir mal auffüllen schnell. Das heißt, wir brauchen nämlich auch wieder Holz. Das ist auch ziemlich aufgebraucht. Also es ist... ja, die Rohstoffe gehen wieder zur Neige. Sagen wir mal so. Also werden wir jetzt alles so ein bisschen mitmachen. Ich habe... ist das, läuft das noch? Ach, tatsächlich. Hier. Was ist denn da los? Bisschen leicht verpackt gewesen, sehe ich gerade. Ich habe zwischendurch ja noch ein bisschen gefarmt. Ja, was ist denn jetzt heute los mit der Tür? Bisschen gefarmt, habe bisschen nach Eisen und so weiter geguckt. Werde jetzt auch noch ein bisschen Holz gleich holen, ein paar Kisten looten, dass wir Nägel haben und so weiter und so fort. Es ist halt sehr mühselig, sagen wir mal. Da dann vorwärts zu kommen, zumal wir ja nicht gerade klein gebaut haben. Also das ist eigentlich der Fehler in dem Spiel, wenn man alleine ist, dass man dann zu groß baut. Aber, also vor allem, ich sag mal, wenn man es im LP macht. Macht man das im Stream, schaut die Welt vielleicht ein bisschen anders aus, wenn man da ein paar Stunden am Stück am Spielen ist. Dann schaut es eben ein bisschen anders aus. So, da hinten ist eine Kiste, die holen wir uns gleich. Zumindest war es ja da gerade. Irgendwo im Gras. Da. So. Also, folgendes. Thema Ankündigung, was ich gerade angesprochen habe. Jetzt quatscht da noch 10 Minuten ewig zu warten. Ist folgendes. Ich werde Subsistence pausieren. Das einfach mal ganz knackig rausgesprochen. Betonung liegt auf pausieren. Pausieren heißt für mich jetzt folgendes. Pausieren bedeutet, dass ich nicht hergehen werde und Subsistence A zum einen vollkommen zu beenden. Das definitiv nicht. Aber ich werde erstmal keine weitere Folge Subsistence nach dieser Folge hier veröffentlichen. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich wollte ja zwischendurch immer wieder ein bisschen looten, dass man da einfach auch mit dem Bau ein bisschen schneller vorkommt, um euch ein bisschen zu zeigen, was kann ich denn eigentlich noch so alles machen. Es gibt ja noch so einiges, so ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass hier Ende der Fahnenstange ist und nur noch der Deckel auf die Base drauf muss und dann ist gut. Hier gibt es schon noch einiges zu entdecken. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden Punkt, mir fehlt ein bisschen die Zeit, um zwischen den Aufnahmen noch Subsistence zu spielen und zu looten und zu farmen und sonst irgendwas. Fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu. Holz geht relativ schnell. Das sind mal 20 Minuten, habe ich einiges an Holz. So ist es nicht. Aber eben auch die anderen Sachen, wie Eisen, wie also die ganzen Rohmaterialien und so weiter und so fort. Es muss alles eingeschmolzen werden, dass ich es überhaupt verwenden kann. Und, und.
Das steckt da alles noch so ein bisschen mit dahinter. Und da fehlt mir einfach die Zeit. Ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde Subsistence ab und zu mal im Stream spielen. Und zwar genau diesen Spielstand hier. Um in der Zeit hier zu farmen. Das heißt, um auch die Base an sich fertig zu machen. Und werde dann zwischendurch ab und an mal eine Folge aufnehmen. Die werde ich dann auf YouTube bringen. Die kommt hier ganz normal raus. Und dann ist gut. Pausieren auch deshalb, weil ich natürlich ein Stück weit auf den Multiplayer auch warte. Und wenn der Multiplayer rauskommt, dann möchte ich das zusammen mit ein, zwei anderen nochmal Subsistence spielen. Bei null angefangen. Ich denke, das macht auch mehr Sinn, beziehungsweise dann auch viel mehr Spaß nochmal dazu. Als wenn man hier wirklich versucht, alleine das Ganze auf die Beine zu stellen. Und dafür braucht man wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und wenn man ehrlich ist, die Folgen wiederholen sich auch immer wieder. Also es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Gut, es ist in anderen Spielen auch. Aber prinzipiell ist es so, jede Folge ist looten, 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 farmen, farmen, farmen und ein klein wenig bauen. Und ich denke einfach, also würde es mir gehen, dass das einfach auf Dauer ein bisschen vielleicht zu langweilig wird. Wenn dem nicht so ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So empfinde ich es eben. Das Spiel macht mir nach wie vor Spaß. Also das muss ich gleich mal dazu sagen. Ist nicht so, dass mir das Spiel keinen Spaß mehr macht. Macht mir schon noch nach wie vor Spaß. Aber, ja. Ich denke eben... Ach du Scheiße, wo kam denn der jetzt her? Lauf, mein Freund, lauf. Nimm dir das Hühnchen. Ich komme gleich wieder dazu, sobald ich den Bär los bin. Dann erzähle ich weiter. Oh mein Gott, hoffentlich reicht meine Stamina aus oder der Bär gibt auf. Noch tut er es nicht, noch gibt er nicht auf. Da vorne ist unsere Base. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich glaube, er hat aufgegeben. Ich traue mich aber noch nicht, mich umzudrehen. Drehen wir uns um? Wir drehen uns um. Okay, er hat aufgegeben. Puh. Gut, wenn wir hier gerade rumstehen, dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Zumal es auch wieder Nacht wird. Und dann auch kalt. So. Ja, zurück dazu. Also, es wird so sein, dass ich Subsistence eben pausiere und ab und an mal eine Folge bringen werde. Sprich, zwischendurch vielleicht im Stream dann einfach mal Subsistence anschmeiße, ein bisschen hier weitermache. Einfach mal, dass man ein Stück, dass ich am Stück, wo ist das ganze Holz? Da. Am Stück einfach ein paar, zwei, drei, vier Stunden spielen werde. Und da auch dann farmen werde und so weiter und so fort. Vorcraften, vielleicht auch ein bisschen bauen. Und wenn es dann da was Neues gibt, dass einfach genug Material da ist, dann werde ich mal wieder eine Folge aufnehmen, die dann auch bringen. Und dann sehen wir weiter. Aber spätestens, das kann man festhalten, wenn der Multiplayer zu dem Spiel rauskommt, dann wird es was Neues geben. Dann wird es definitiv was Neues geben, bedeutet, dann werde ich zusammen mit irgendjemand anderem noch, oder auch zwei, drei anderen, weiß ich noch nicht, einige Folgen Subsistence aufnehmen. Und das Ganze dann mal im Multiplayer eben auszutesten, wie läuft das Ganze dann. Wie schnell kommt man auch voran mit einer Base, Material sammeln und so weiter und so fort. So, da hinten war noch eine Kiste, da würde ich gerne noch schnell hin. So, das auf jeden Fall mal dazu. Erstmal was Subsistence betrifft. Nächster Punkt ist dann, was ist natürlich mit dem Platz, ich nenne es jetzt mal, naja, Sendeplatz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit dem Platz auf YouTube, der da jetzt frei wird dadurch, der bleibt natürlich nicht kalt. Da kommt was. Ich werde jetzt direkt im Anschluss an diese Folge, wo ich diese Folge hier aufnehme, werde ich mit den Aufnahmen für das neue Projekt beginnen.
Ich weiß noch nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob tatsächlich am Donnerstag dann, heute ist ja Dienstag, wo die Folge hier erscheint, ob direkt am Donnerstag dann auch schon die erste Folge des neuen Projektes kommt. Es wird auf jeden Fall, so viel kann ich mal im Voraus sagen, kein Survival Game sein. Wird etwas ganz anderes sein, etwas, was ich in der Vergangenheit selbst schon gespielt habe, aber als LP kam es bei mir auf dem Kanal bisher noch gar nicht. Also sprich, da kommt mal was ganz was anderes. Ich freue mich drauf und werde da eine ganze Menge Folgen erstmal aufnehmen, weil es ist ein Spiel, wo man nicht hergehen kann und sagen, so, ich nehme jetzt mal zwei, drei Folgen auf und dann ist erstmal gut. Sondern es ist einfach ein Spiel, ich denke, da muss man eine ganze Ecke, um drin zu bleiben, eine ganze Reihe an Folgen einfach aufnehmen am Stück. Und das ist mir eben wichtig, das werde ich auch machen. Jetzt fällt mir gerade noch was ein, hier ist noch Fett. In der Aufnahmepause hatte ich mal Bärenbesuch, zwischendurch, als ich gelootet hatte. Ja, wie gesagt, das ist mir wichtig und insofern wird das dann auch so sein, dass ich da etwas Neues bringe. Etwas anderes. So, halt falsch Sternchen. Da machen wir jetzt dann gleich noch ein paar Bretter. Das schmeißen wir da gleich rein. Was macht denn draußen unser Beet? Also ihr merkt schon, ich werde jetzt hier nicht einfach sagen, so gut, okay, ist alles gesagt, ich mache die Folge jetzt, hier ist Folgenende oder sowas, sondern ich will ja weiterspielen, aber eben nur noch ab und an, um einfach zu zeigen, was ist denn möglich. So, ich wollte noch Nägel, was brauche ich da wieder? Hier, Zink, Scrap und Iron Fragments. Das heißt, wir werden ein paar Nägel jetzt craften. Dass wir da eben einiges an Nägel haben noch. So. Okay, weil Seile haben wir jetzt auch nicht so die Welle. Das ist natürlich dann die Frage, treppentechnisch. Aber gut, das kriegen wir gleich. Was will ich überhaupt jetzt machen? Ist folgendes: Ich will hier erstmal an. Wow. Dann machen wir mal hier ein bisschen Power, hä? Gehen wir mal ein bisschen Power, weil sonst haben wir ein Problem. Da war nämlich der Strom zu Ende. So, was machen die Nägel? So, also hier am Craften wie bekloppt. Eine Granate wäre natürlich auch was, ne? Irgendwann werden wir die mal bauen noch. Und werden die mal zu den Nachbarn schicken. Gucken, was die Nachbarn dann dazu sagen, wenn die eine Granate um die Ohren bekommen. Ja. So, die Nägel nehmen wir auch gleich noch mit. Das haben wir da nämlich raus schon mal. So, da ist noch beschäftigt. Gut, jetzt machen wir mal. Zumindest zwei Sailings schon mal. So, zack. Da können wir ausmachen. Wo stehen wir? 63, gutes bisschen Licht. Nicht so wild. So. Gut, da ist er noch beschäftigt. Machen wir nämlich jetzt erstmal zwei Sailings und dann werden wir von außen eine Treppe stellen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Oder eine Leiter. Muss ich mal schauen, wie wir da jetzt dann hinkommen. Oder aber. Ne, mit der kommen wir wahrscheinlich nicht. Ne, mit der Art und Weise werden wir nicht zurechtkommen. Das können wir, denke ich, festhalten schon mal. So, einmal. Denn ich habe es ja schon mal gesagt, ich möchte ja hier Flachdach lassen mit dem ganz einfachen Hintergrund, Treppe hoch, Solaranlage drauf und so weiter und so fort.
Und eventuell da auch den Garten dann hochzubauen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Stairs. Ich weiß ja nicht, ob ich mit denen hier zurechtkomme. Müssen wir probieren. Das werden wir jetzt einfach probieren, ob ich mit denen zurechtkomme oder nicht. So, gehen wir mal ein bisschen ans Warme hin, sozusagen. So, dann haben wir die fertig. Dann gucken wir mal. So, es wird auch wieder Tag. Okay. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Gut, ich könnte es ja auch von Hand stellen. Das ist doch Kacke. Entschuldigung, aber es ist so. Ich kann die aber auch nicht droppen, ich kann es jetzt nur abreißen. Versuchen wir mal die andere nochmal zu craften. Das muss jetzt einfach mal ausprobiert werden, das ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Gucken wir mal, mit der anderen irgendwie klarkommen. Ansonsten bleibt nur was übrig, wo man dann, ich sag mal, hochspringen müsste oder so. Weil hier ist ja nach wie vor noch die Treppe. Mal gucken. Das macht, glaube ich, so am meisten Sinn, ne? Ja, das setzt man so hin. Ist halt so. Okay. Dann machen wir das so. Die andere kann ich nicht einfach so kaputt machen, sondern die muss ich jetzt hergehen, die muss ich setzen und dann muss ich es zerstören. Weil zerlegen kann ich sie nicht. Also müssen wir den Spaß so machen. Jetzt haben wir die Hälfte der Materialien wiederbekommen. Dann bauen wir uns noch ein Stück Decke im Endeffekt. Das wir dann hier direkt ansetzen. Und dann will ich aber gleich mal gucken, ob wir vielleicht sogar das Material da haben, um Solarkollektoren zu bauen. Beziehungsweise fehlt uns halt eventuell die Power noch dafür. Aber eventuell bekommen wir das schon hin. So, schlussendlich heißt, hier muss noch ein Deckel drauf. Dann ist zumindest der Bereich hier, was uns Unmengen an Dinge kostet, wie Seile, Nägel und so weiter, ist dann abgeschlossen. Das ist schon einmal viel wert. Also der Grundstock erstmal. Ich habe immer gesagt, außen möchte ich noch ein bisschen was machen. Das kommt dann noch irgendwann. So. Die Solarpaneele. Was brauchen wir dafür? Okay, wir hätten eigentlich alles da, prinzipiell erstmal. 150 Masse. Okay, das heißt, wir schmeißen jetzt mal den Generator hier an. Übertakten möchte ich jetzt nicht. So, also wir brauchen Scrap Metal 10 Stück, wir brauchen 15 Copper und 20 Elektronik. Das haben wir auf jeden Fall, dass das passt. Das ist schon mal alles da. Gut, da geht die Power jetzt natürlich erstmal wieder runter. Zweifach Mass für dreifach Power. Das heißt, wir drehen jetzt mal richtig hoch. Okay, wir drehen nicht hoch. Es gibt 2,5, das ist ja totaler Humbug. Nee, dann machen wir es anders. Wir können doch. Ich nehme jetzt einfach mal das Holz, das testen wir jetzt nochmal. Wenn ich jetzt hergehe und sage hier, Add Item, kostet uns das 100 Power und bringt uns 50 Masse. Also ein Stück Holz bringt uns einmal Masse. Das bringt uns auf jeden Fall mehr, als wenn wir das andere Gerät einschalten. Das machen wir jetzt auch.
Genau, dann haben wir nämlich die Masse fast durch. Können hier Power schnell generieren lassen, füllen nochmal auf. Dann machen wir das so. So. Da ist aufgefüllt, den Rest dahin. Holen uns in der Zwischenzeit schnell noch ein klein wenig Holz. Mach ich da das Licht an? Ja, das ist auch noch an. Das heißt, mal alles ausschalten, was Strom verbraucht. Dann holen wir uns noch schnell ein bisschen Holz so lange. Und sind glücklich. Hola, Adrio. Das Holz ist natürlich jetzt vollkommen aufgebraucht. Der ist wahrscheinlich... Ne, den kann ich auch schon, okay. Ich denke, das Solarpanel könnten wir noch mitnehmen in diese Folge. So als Abschluss erstmal. Als vorläufigen Abschluss. Wäre das, denke ich, gar nicht mal so übel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da drüben steht auch noch eine Kiste. Da laufen wir mal hin. Oder ist das nur der Schatten? Ne, sah nur so aus vom Schatten her. Okay. Aber wenn wir schon da sind, dann nehmen wir uns das Holz hier mit. Zumindest mal etwas, was wir aus der Ecke hier mitnehmen, wenn schon keine Kiste. Also ihr merkt es ja im Endeffekt selbst, auch um da nochmal kurz drauf einzugehen. Es ist ja jetzt wieder Holz holen, es ist nichts mehr da. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man mal sagt, hier vor einer Aufnahme 20 Minuten lang, wenn man zu dritt oder zu viert ist, mal alle nur 20 Minuten lang Holz kloppen, dann habe ich natürlich gleich dementsprechend, sage ich jetzt mal, 2, 3, 4, 500 Stück Holz. Und damit kann ich natürlich arbeiten. Da kann ich richtig was draus machen. Das ist dann ordentlich Material. So, jetzt haben wir mal ganz kurz, ganz schnell im Endeffekt 22 Stück Holz zusammenbekommen. So 139 Masse, 317, das heißt, uns fehlt noch ein klein wenig Masse. Wir splitten das Ganze hier nochmal, nehmen das nochmal mit, schmeißen das da rein. Kostet uns nochmal 22 Power, gibt uns aber genau die restliche Masse, die wir brauchen. So. Das heißt, summa summarum, fehlt uns noch Power. Klein wenig. Das ist aber nicht so wild. Was ich noch ausprobieren werde, ist auf jeden Fall, wenn ich noch, rein von der Logik müsste es funktionieren, einen weiteren Massespeicher hier hinsetze, müsste ich eigentlich insgesamt 300 bzw. Powerspeicher 1500 zusammenbekommen. Das war eigentlich auch so mein Grundgedanke, dann herzugehen und zu sagen, die Basis so aufzubauen, bzw. wenn ich es noch größer machen würde, die Basis so aufzubauen, dass man das eben aufteilt. Also diese Speicher in einen extra Raum und so weiter und so fort. Dass das eben dementsprechend gegeben ist. So, gleich haben wir es. 423 läuft ganz gut. Das heißt, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Werden die dann mal gucken, ob wir die oben platzieren können. Und dann sehen wir mal, was die uns denn tatsächlich bringen. Unter Umständen. Material dafür, wie gesagt, haben wir. Das ist das geringere Problem. So, gleich haben wir die 500. Machen wir eigentlich schneller. Ich möchte jetzt eher weniger übertakten, aber wir müssen auch was essen. Das machen wir schnell noch. So, erstmal noch eine Tomate. Vor allem haben wir auch Blueberries ohne Ende. Also insofern. So. 500. Ergo. Solarpanel. Solange das craftet, räumen wir den ganzen anderen Spaß alles auf. Ihr seht auch, das hat ziemlich gelitten hier, die Kiste. Da ist kaum noch was da. Alles aufgebraucht.
So. Dann haben wir das Solarpanel. Tür zu. Aus. Jetzt gehen wir hier raus. Dann können wir das nämlich schon mal aufstellen. Okay. Ah ja. Gut, dann stellen wir es einfach mal hier drauf. Improved Sensors. Okay, das können wir auch nochmal erweitern an das Ganze. Und bringt pro Sekunde 0,07 Power. Okay. Bei aktuell 89% Licht. Also gut, es fügt der Base natürlich ein bisschen Energie zu. Und vor allem ist es die Energie, glaube ich, die durch die Lampen verbraucht wird und noch ein bisschen mehr. Das heißt, es lädt gut auf. Da haben wir nochmal vorgesagt. Und deshalb würde ich jetzt sagen, an der Stelle machen wir hier ein Folgenpäuschen und auch ein Päuschen. Was eben Subsistence betrifft. Ich habe soweit alles dazu gesagt. Möglicherweise ab Donnerstag neues Projekt. 18 Uhr dann geht's los. Ansonsten kann es auch sein, dass Donnerstag, Samstag oder den Rest der Woche um 18 Uhr erstmal noch nichts kommt. Donnerstag und Samstag. Und dann eben erst ab der Woche drauf. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Mal in einem der anderen Videos. Oder eben wenn Subsistence dann zwischendurch mal eine Folge kommt. Oder eben auch im Stream. Bis dahin, macht's gut, ciao.